So, weiter geht's mit Minecraft. Wir waren hier ein bisschen am Rohstoffe farmen. Ich habe allerdings schon wieder keine Ahnung, wo wir sind, weil ich zwischendurch Counter-Strike gezockt habe. Ja, genau hier kamen uns irgendwo so komische Viecher. Ja, genau diese Viecher kamen uns hier entgegen, die ich einfach nicht tot gekriegt habe. Weil einfach 1 Million Stück davon kamen. Und ich, was sind denn das? Silberfische oder was? Habe ich jetzt dann alle tot gekriegt? Ich glaube ja. So, irgendwo hier hinten waren wir, glaube ich, als sie uns entgegenkamen. Und immer noch, oh Herrgott. Vermehren die sich aus dem Nichts oder was? Ich glaube, ich habe hier irgendwas abgebaut, wo die aus Versehen drin waren oder so. Keine Ahnung. Nom, 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 nom. So, hier haben wir Eisen. Ah, wahrscheinlich werden wir die Höhlentour auch bald schon wieder abbrechen müssen, weil ich nicht mehr allzu viel zu essen dabei habe. Ja, das ist alles, was ich noch habe. So, wir übersehen hier ja nichts, hoffentlich. Nehmen wir alles mit. So, und auf diese Höhle ist schon wieder am Ende, also gehen wir nochmal zurück und ja, da haben wir Kohle übersehen. Her damit. Wir gucken, ob wir jetzt noch eine Ecke finden, in der wir noch nicht waren. Da unten waren wir ja schon. Und wenn wir jetzt auf die Schnelle keine finden, dann würde ich sagen, begeben wir uns auch schon wieder auf den Heimweg, wenn wir den nach Hause finden. Weil, wie gesagt, wir haben ja auch nicht mehr allzu viel, aber ich glaube, hier unten waren wir noch nicht. So, ja, hier ist noch alles ziemlich dunkel. Ah, Diamanten habe ich als noch keine gefunden. So, da scheint nichts Interessantes zu sein. Ich warte ja nur drauf, dass jetzt wieder ein Skeletor irgendwo um die Ecke kommt. So, die Kohle dürfen wir natürlich hier nicht verkommen lassen. Ja, dann würde ich sagen, was haben wir hier? Eichenholzbretter, 4 Stück. Eine Werkbank. So. Hinplatziert. Diesmal ja auch nur 2 Öfen, das reicht vollkommen. Ach, ich Depp, ich habe ja noch Eisen, das hätte nicht sein müssen. So. Gott sei Dank hatte man jetzt noch ein bisschen Holz, dass ich noch ein paar Stickies machen kann.
So, drei Stück. Und die Werkbank nehmen wir wieder mit. Die Öfen lassen wir jetzt gerade hier. Klumpen eh nur das Inventar. Und schon können wir weitermachen. Ihr seht ja schon wieder fast nichts, sagt doch was. So. Da haben wir noch Eisen, habe ich doch richtig gesehen. Immer her damit. Auch dich lassen wir hier nicht zurück. So, hier waren wir aber überall schon. Hier ist wieder alles beleuchtet. Und ich meine, wir sind von hier gekommen. Sicher bin ich mir da jetzt aber nicht. Nee, eher unsicher. Nein, leider kein Bett am Start. Hab auch, glaube ich, keine Wolle mit bei. Nee, sorry. Wo kamen wir her? Was sagt denn der Kompass, dass wir in diese Richtung müssten, so grob? Ja, ja, genau, doch, hier kamen wir, glaube ich, irgendwo her. Oh, da oben ist noch Eisen, ich habe es genau gesehen. Und schon haben wir wieder eine neue Höhle entdeckt. Ausgang gefunden, auch nicht schlecht. Nicht der, wo wir gekommen sind, aber ein Ausgang. So, dann gehen wir doch mal Richtung Heimat. Dann schaffen wir es vielleicht, uns auch noch ins Bett zu legen. Ui, diese Fischlis habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hallo Fischi! Ah, das hier so auf dem Weg, das nehmen wir noch mit. Noch mehr Kohle. Der Händler ist direkt vor meiner Tür. Mit einem Creeper. Läuft. Ja, ich weiß, Jungs und Mädels, ihr seht gerade nicht mehr allzu viel, weil es hier sehr dunkel ist und ich habe leider keine Stickies mehr und kein Holz mehr, um Stickies zu machen. Ja, hier können wir ja später nochmal vorbeischauen. Wo war jetzt der Ausgang? Nein,
Ja, es wird ja schon wieder hell mittlerweile. Das ist ein Haus. Und der Händler. Noch mehr Kohle. Die nehmen wir doch direkt mit. Hallo, brennender Zombinator-Freund. Ich glaube, das sieht von hier nachher echt geil aus mit so einem künstlichen Wasserfall noch. Ah, da haben wir noch sehr viel Terra. Autsch. Jo, chill dein Leben, Creeper. Hey, Kohle. Nice. Danke, Creeper. Da haben wir noch einiges vor uns, bis das soweit ist, so wie ich mir das vorstelle. Auch noch einiges an Terraforming. Ich meine, ich will die Landschaft nicht zu sehr verunstalten, aber ich glaube, dieser Berg hier muss weg. Oder wir graben einen Tunnel durch, eins von beidem. Au. Eine richtige Treppe nach oben hin muss ich mir dann natürlich auch mal machen, endlich, dass ich hier nicht immer einen Berg hoch hampeln muss. Hey, Kohle. Kohle. So. Na, da wären noch Fackeln gewesen. Zeigt mir das doch, dass ich hier noch Fackeln hab, Kinders. So, dann machen wir doch zwischendurch einfach mal ganz gediegen an der Brücke weiter. Die ist hier schon halb zugeschneit. Die kriegt dann natürlich, auch wenn es soweit ist, noch richtige Stützposten und so, dass hier nicht einfach so ein Steinbrett in der Gegend rumhängt, ganz klar. Doch alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit.
Ich hab dich entdeckt, Kohle. Du bleibst mir nicht verborgen. Früher oder später werde ich mir dich holen. Oh, da sind wir ja schon weitergekommen, als ich gedacht habe. So ganz drüber werden wir es vermutlich noch nicht schaffen mit diesen 20 Steinchen, die wir jetzt noch haben. Aber wir haben ja, glaube ich, noch ein paar im Ofen. Das heißt, wir können dann direkt noch schnell welche holen und durchziehen bis nach drüben. Ich das hasse. Das ist eigentlich eine richtig schöne Berg- und Tallandschaft hier. Also mir gefällt es richtig, das Spawn. Ach ja.